Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jasmin, ihr seid auf meinem Kanal Jasmina gelandet und heute geht es um das Thema Berufsalltag. Ich glaube, die Frage, die mir mit Abstand am meisten gestellt wird, ist: Jasmin, sag mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und diese Frage wird mir gleichermaßen von Zuschauern und Zuschauerinnen gestellt, die mir schon ganz, ganz lange folgen und natürlich auch von Leuten, die neu hier auf diesem Kanal sind. In diesem Sinne herzlich willkommen. Ja, und deswegen dachte ich, versuche ich euch heute mal meine persönliche Arbeitswelt ein bisschen zugänglicher zu machen. Ich kann jetzt schon mal verraten, das Ganze wird ein langes Video und es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Ich möchte euch heute symbolisch mit durch meinen Arbeitstag oder meine Arbeitswoche führen. Und natürlich ist nicht jeder Tag gleich, sprich manchmal kommen bestimmte Themen mehr oder weniger dran. Aber ich glaube, das ist auch in fast allen Berufen so. Und ich glaube auch, die meisten von euch wissen bereits, dass ich als Content Creator, Autorin und Fotografin vor allem tätig bin. Tatsächlich gehört aber noch ein bisschen mehr dazu, Dinge, über die ich noch gar nicht so oft gesprochen habe. Und deswegen dachte ich, mache ich das heute mal. Das heutige Video findet in Kooperation mit Acer statt. Acer ermöglicht mir mit seinen Geräten als kreativer, aber auch leistungsstarker Partner, dass ich einfach all meine Träume verwirklichen kann. Und das gilt vor allem für die Bereiche, wie ich finde, von denen ich sonst noch nicht so viel erzählt habe. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ganz generell unterscheide ich bei mir erstmal zwei Dinge. Das eine sind all die Sachen, die ich im Homeoffice machen kann. Das sind Dinge, wo ich einfach so ein richtig gutes Setup brauche. Wie gesagt, sehr leistungsstark, dazu aber gleich mehr. Auf der anderen Seite ist der Bereich, wo ich einfach die maximale Flexibilität brauche. Das sind all die Dinge, die ich auch gerne mal mobil on the go mache. Ja, früher und vielleicht bald ist das Ganze auch wieder mehr relevant. Momentan ist man ja immer noch in so einem Schwebezustand. Aber das sind auf jeden Fall für mich zwei sehr unterschiedliche Bereiche, wo ich auch selber herausgefunden habe, dass es mir sehr, sehr gut tut, die Aufgaben wirklich aufzuteilen. Ja, und ansonsten liebe ich als Selbstständige, das ist vielleicht auch noch wichtig, ich bin selbstständig, ich bin eine One-Woman-Show. Ich liebe die Flexibilität, die mir eben das Freelancer-Sein schenkt. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, mag ich aber auch einfach mich wohlzufühlen in meinen vier Wänden und da eben aber auch sehr kreativ sein zu können, ohne jetzt irgendwie auf einen Coworking Space oder auf ein Büro zurückgreifen zu müssen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit all den tollen Dingen an, die ich bei mir in meinen vier Wänden so mache. Die folgenden Bereiche und Dinge gehören zu meiner Arbeit hier im Homeoffice. Und hier benutze ich den Concept D500 und den stylischen Monitor Concept D CP3. Der erste große Themenbereich sind All Things Tier & Twigs, sprich das sind all die Dinge, die ihr zum Beispiel hier auf meinem YouTube-Kanal sehen könnt, auf Instagram oder auch auf meinem Blog, falls ihr da manchmal noch vorbeischaut. Sprich, das sind ja Videos, Bilder, Artikel, all das, was ich als Bloggerin so absende. Und bis ihr das tatsächlich sehen könnt, muss ich all diese Inhalte natürlich auch erstmal erstellen. Das heißt für mich, das ist auch tatsächlich ein sehr großer zeitlicher Anteil meiner Arbeit. Ja, ich sitze da, schneide Videos, ich bearbeite Bilder, mache die Bilder natürlich auch, erstelle Grafiken, Illustrationen und so weiter. Momentan ist es nicht mehr ganz so aktuell, weil gerade keines dieser Projekte in dieser bestimmten Phase ist. Aber zum Beispiel für mein Buch Jeden Tag ein bisschen glücklicher habe ich auch alle Bilder, die dort drin sind, selber gemacht und auch druckfertig bearbeitet. Und das war auf jeden Fall eine ganz schöne Mammutaufgabe, kann ich euch sagen. Ja, und solche Dinge machen super viel Spaß, sind aber für mich auf jeden Fall auch irgendwie intensiv. Ich muss echt sagen, dass es hier Gold wert ist, einen Monitor zu haben, der wirklich super ist, was eine farbechte Darstellung angeht. Denn ich bin schon sehr oft bitterböse überrascht worden in der Vergangenheit, wenn Sachen am Ende nicht ganz so rausgekommen sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das passiert mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, der nächste große Bereich ist Produktdesign. Und ich glaube, darüber habe ich sonst noch nicht so viel erzählt.
Das hat nicht immer zwangsläufig super viel mit mir als Bloggerin zu tun, sondern hier geht es vor allem um meine zwei Brands oder ich sag mal anderthalb Brands, weil die eine ist noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen. Ja, für die ich die Produkte tatsächlich selber von null auf quasi gestalte und erschaffe. Das sind zum einen die Schmuckstücke für Phil and Jasmine. Ihr seht sie auch hier. Das sind wirklich Produkte in dem Sinne, die man wirklich anfassen kann. Die Schmuckstücke von Phil and Jasmine werden 3D modelliert und das passiert natürlich auch am Computer. Gerade hierfür kann ich Concept D wirklich sehr, sehr empfehlen. Ihr seht hier das Programm Rhino, da wird das gemacht. Und mein Lieblingsstück momentan ist auch das neueste. Das ist der Siegelring. Den gibt's momentan noch nicht, aber hint, hint. Sehr, sehr bald wird's dafür eine Warteliste geben. Ich finde den so cool und der macht mir einfach immer gute Laune und ich wurde auch schon so oft drauf angesprochen. Und sowas 3D zu modellieren, ist gar nicht mal so schwer, wie ich finde, wenn man es einmal so richtig verstanden hat, wie es funktioniert und man ist einfach unglaublich flexibel in der Gestaltung. Und unsere Schmuckstücke werden auch 3D gedruckt und jedes Piece ist tatsächlich quasi made to order, sprich jemand bestellt und dann wird das Stück erst in Auftrag gegeben. Und was ich da auch anbiete ist, wenn Leute mit Sondergrößen, zum Beispiel man hat eine besonders spezielle Ringgröße, einen Ring bestellen, eben mit Sondergröße, dann wird das auch hier in dem Programm einfach quasi individuell so modelliert, dass es perfekt passt. Und ich finde, das ist so eine schöne Aufgabe. Da kann man so ein bisschen outzonen, Musik hören. Und das ist so einfach die ultimative Kreativität für mich. Und das liebe ich wirklich sehr. Und der zweite Produktdesign-Bereich, der für mich jetzt noch ein bisschen neuer ist, nicht von der Art und Weise her, was ich da mache, aber es ist, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen. Das ist meine kleine Stationery-Brand. Und ich glaube, ihr habt auch schon gesehen, ich blende euch auch ein paar Aufnahmen ein. Es gibt demnächst meine erste kleine Planer-Produktion und Kollektion demnächst zu kaufen. Und parallel mache ich mich jetzt gerade tatsächlich auch schon an die neuen Designs für den Jahreswechsel. Das ist ja so die wichtigste Phase quasi in der Bullet Journaling World und die möchte ich nicht verpassen. Und deswegen sitze ich da jetzt schon dran. Sprich, da mache ich das Cover Design und auch die Banderole, das ist das, was außen rum kommt. Und ja, innen drin sind meine Bujos ja eher schlicht einfach, weil das Bujo-System geht ja so, dass man quasi innen alles selber gestaltet. Aber ich finde, dann darf es außen umso hübscher sein, oder? Ja, und vor allem für diesen Bereich, finde ich, ist Concept D der ideale Partner. Ja, und für alle Nerds oder einfach für alle, die es sehr interessiert, blende ich jetzt mal die technischen Specs auf dem Bildschirm ein. Dann könnt ihr gerne einen Screenshot machen und das Ganze einfach notieren oder vergleichen. Ja, und der nächste große Bereich ist Jasmin als Dienstleistende, sprich all die Services und Bereiche, die ich euch gerade schon erklärt und erzählt habe, die biete ich auch für Dritte, für Brands, für andere Kunden an, vor allem im Bereich Food und Beauty und Lifestyle. Das heißt, ein Kunde kann zu mir kommen, in dem Fall zum Beispiel Food, und sagen, hey Jasmin, ich hätte gerne Marketingmaterial, Assets für Social Media mit dem Produkt X, könntest du das umsetzen? Und gerade im Bereich Food mache ich auch Rezeptentwicklung. Deswegen mache ich ja auch momentan noch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin, um da eben ja einfach noch fundierteres Wissen für meine Rezepte anbieten zu können. Mache zum Beispiel Rezeptentwicklung sehr, sehr oft busy in der Zeit für Weihnachten. Und das geht dann auch schon immer ein paar Monate vorher natürlich los. Und ja, dann wird das Rezept abgestimmt, danach fotografiert, gefilmt. Daraus mache ich dann auch wieder ein cooles Rezeptvideo oft. Ja, und dann gibt's noch Marketingmaterial, Assets für Social Media und die Agentur Jasmin bereitet das alles vor. Und es macht mir mega, mega viel Spaß, gerade die Arbeit so als Dienstleistende für andere Kunden, weil ich selber da nicht so präsent bin als Person und ich aber trotzdem zu 100% dieses Kreative halt reinstecken kann und so meine Skills, die ich mir da angeeignet habe, ja einfach komplett ausleben und nutzen kann. Und das schätze ich einfach auch sehr. Ja, und jetzt sind wir an den Punkt gekommen. Das sind so die Aufgaben gewesen, die ich im Homeoffice mache. Ich würde sagen, jetzt rüste ich mal auf mit einer Jacke. Das Wetter ist nämlich sehr wechselhaft. Und ich zeige euch mal, welche Dinge ich so mobil und unterwegs mache. Und los geht's!
ein fester Bestandteil von gefühlt wirklich jedem Tag bei mir ist, dass ich irgendwo hin muss, irgendwelche Besorgungen machen muss. Es gibt immer irgendwas, was bei der Post abgeholt werden will oder muss. Sachen, die ich besorgen muss. Es ist immer irgendwas. Manchmal sind es natürlich auch private Sachen, wie ein Termin beim Physio. Ja, all die Dinge, die einem nicht mehr erspart bleiben, wenn man so wie ich über 30 ist. Und auch dafür habe ich natürlich immer den perfekten Begleiter dabei. Das ist der Acer Spin 5. Er glänzt, er ist super dünn, er ist mega leicht. Er hat trotzdem mehrere USB-Anschlüsse, was ich an ihm liebe. Und ja, mit dem gehen wir jetzt ein bisschen auf Tour. Und ja, es ist so ein bisschen für mich so ein Vorgeschmack, wie das Leben demnächst hoffentlich irgendwann mal wieder sein kann, wenn wir alle wieder ein bisschen mobiler sein dürfen. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los, denn die Besorgungen machen sich nicht von alleine. Ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, was ich alles am Spin 5 so mache. Und eine Sache, auf die ich auf jeden Fall gerne hinweisen möchte, ist, dass mein Arbeitstag oder meine Arbeitswoche nicht gleich immer zwangsläufig bedeutet, dass ich mit allem, was ich tue, auch Geld verdiene. Ich glaube, das ist in fast allen Jobs so. Es gibt Dinge, die gehören dazu, die sind auch sehr produktiv, wie E-Mails schreiben, Pitches vorbereiten, sprich unbezahlte Ideen präsentieren und aufarbeiten. Ja, und all das gehört dazu, um eben auch tolle Jobs bekommen zu können. Und deswegen muss man da einfach eine schöne Balance finden. Was ich hier jetzt vor allem mache, ist meine Notion-Seite ein bisschen updaten. Das mache ich jeden Tag, da organisiere ich meinen Tag. Das ist natürlich auch was, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch, aber hat natürlich nicht unbedingt etwas mit Einkommen zu tun. Und dann bin ich auf jeden Fall auch jemand, der unterwegs gerne an Präsentationen arbeitet. Auch hier blende ich euch mal die technischen Specs ein, wieder zum Screenshotten. Und ja, ansonsten arbeite ich auch vor allem viel an Buchprojekten, Designs anschauen, aber natürlich auch schreiben. Und ja, das sind so meine liebsten Aufgaben für unterwegs. Wer hätte das gedacht? Das Wetter ist jetzt doch fast zu schön, um zu arbeiten. Deswegen finde ich es umso schöner, mit dem Acer Spin 5 auch einfach mal rauszugehen und das Ganze dann einfach, ja, unter freiem Himmel erledigen zu können. Und wie gesagt, der Vorgeschmack auf das hoffentlich baldige Leben ist extrem groß und schön. Und ansonsten dachte ich erzähle euch mal so, was so die Aufgaben sind, die ich sehr, sehr gerne unterwegs und draußen beziehungsweise ja einfach on the go und mobil mache. Für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, flexibel zu bleiben, denn ja, bei meinem Job ist es so, ich bin quasi eine kleine Kreativagentur in einer Person. Ich muss immer erreichbar sein, auch wenn ich eine kleine Produktion draußen mache. Dann bin ich immer noch die Person, die für die Organisation und das Beantworten von E-Mails von anderen Projekten nebenbei stetig die ganze Zeit quasi eben dafür verantwortlich ist. Deswegen schreibe ich unterwegs sehr, sehr gerne E-Mails, aber ich mache auch gerne kreative Aufgaben, wie zum Beispiel das Schreiben an meinem nächsten Buchprojekt. Das ist eine Sache, die ich auch super, super gerne unterwegs mache. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann wieder in Cafés sitzen kann. Mein erstes Buch habe ich würde sagen, 70% in Cafés in London geschrieben und es ist einfach mein Traum, das bald wieder machen zu können. Ansonsten bin ich auch gerne unterwegs. Ich bin oft bei meiner Family. Wir haben ja so einen Schrebergarten, da verbringe ich auch sehr, sehr viel Zeit. Da haben wir so ein kleines Häuschen und da ist es natürlich auch super gut, so mobil arbeiten zu können. Und auch da bin ich dann an diesem Buchhaltungs- und Admin-Thema gerne dran, sprich Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, Kundenkontakt, vielleicht sogar telefonieren, Telcos abhalten, all das. Natürlich auch über Zoom. Das ist ja eine Sache, die ihr sicherlich momentan auch immer noch alle sehr, sehr gut kennt. Jetzt werde ich aber den Feierabend einläuten. Draußen macht es schon einer. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Und ja, jetzt geht es erstmal nach Hause und dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ja, und eine letzte Sache, die ich früher super gerne gemacht habe, die gerade natürlich nicht so aktuell ist, ist ja unterwegs zu sein und mit euch zum Beispiel Workshops zu erleben, Vorträge zu halten, sei es jetzt auf Konferenzen, für Firmen,
Ich kann euch hier ein bisschen B-Roll einblenden, zum Beispiel von der Ping Helsinki. Und das sind dann am ersten Vorträge, wo ich so mein Wissen über Influencer-Marketing oder Kommunikation, Rhetorik allgemein oder natürlich aber auch eben Workshops mit euch, die sind dann eher so über das Thema Achtsamkeit und natürlich Journaling. Und ja, einfach dieser direkte Kontakt, dieser nähere Kontakt, das fehlt mir auf jeden Fall sehr. Und ich kann es kaum erwarten und möchte das auf jeden Fall auch wieder mehr machen. Auch wirklich Lesungen für mein inzwischen letztes Buch, sage ich mal. So neu ist es jetzt gar nicht mehr. Das haben wir alles digital und virtuell gemacht. Aber es würde mich total freuen, dass, ja, vielleicht auch erst beim nächsten Buch nochmal mit euch wirklich richtig gemeinsam zu erleben. Und das ist dann auch wieder was, wo wir gemeinsam auf Tour gehen können. Ja, und das waren jetzt all die Dinge, die so zu meinem Arbeitsalltag gehören. Natürlich, glaube ich, wenn man es so gewichtet, Computerarbeit und eben das Arbeiten in irgendeiner Form am Laptop oder Rechner mindestens 70% und 30% würde ich mal sagen, eher so das Fotografieren und das Aktive sein. Also Sachen, wo man nicht sitzen muss. Und das ist schon echt, ich glaube, eine Sache, die sich nicht alle so vorstellen können, wie das gewichtet ist. Aber ja, falls ihr mehr darüber wissen möchtet, wie ich hier hingekommen bin, ich glaube, das ist die Frage, die nach der Frage, was machst du eigentlich, auch sehr, sehr oft gestellt wird. Es gibt ein altes Draw My Life Video, wo ich so meinen gesamten beruflichen Werdegang aufmale. Das ist sehr alt, also bereitet euch mental auf die Retro Jasmin vor. Ich verlinke es euch auch unten in der Infobox, ist, glaube ich, sehr interessant. Und das könnte ich aber, glaube ich, auch mal wieder updaten. Ich glaube, das hört so auf, als ich mich dazu entschlossen habe, Freelancer zu sein und, glaube, geteasert habe, dass ich auswandern werde. Und guess what? I'm back. Das heißt, das könnte ich auf jeden Fall mal updaten. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal super, super herzlich bei Acer bedanken für die Unterstützung bei diesem Video. Ich habe noch einen Tipp für euch, falls ihr noch mehr über Acer erfahren möchtet, auch über neue Produkte und Co. Am 27. Mai um 15 Uhr deutscher Zeit findet die Global Press Conference statt. Ich werde euch auch eine Microsite dazu unten in der Infobox verlinken. Da kann man sich auch so eine kleine Erinnerung, so einen Kalendereintrag einrichten lassen, damit man das Ganze nicht verpasst. Da werdet ihr dann ganz viele tolle News erfahren. Ich werde auch dabei sein und euch auf Instagram nochmal daran erinnern. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Ich hoffe, ihr habt eine ganz, ganz tolle Woche. Bis dahin. Tschüss. Jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee und ich glaube, meine Füße sind eingeschlafen.